Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen und herzlich willkommen zurück zu Horse Event. Schön, dass du einschaltest. Ich würde sagen, jetzt kommt erstmal das Intro und dann geht's los. So, ich fordere an meine Diamanten. Ich brauche mehr Diamanten. Gib mir mehr Diamanten. Und heute, obala, habe ich gedacht, oh Gott, ich muss wieder so viel ernten und so Zeug machen. Oh Mann. Aber guck mal. Oh, da ist das verlängert worden. Nee. Okay, guck mal, das Event ist nämlich vorüber. Und warum steht das da nicht ganz? Da haut ja was nicht hin. Aber man kann noch Belohnung eintauschen. Ich habe es jetzt nicht geschafft. Leider. 6.000 zusammenzukriegen von den Münzen, sondern ich habe nur 5.337. Aber die wollen natürlich ausgegeben werden und ich hätte eigentlich gerne so ein Champ-Derby-Pferd gehabt. Mich ärgert das, dass ich das nicht geschafft habe und es würde jetzt noch 63 Diamanten kosten. Ist das viel oder wenig? Kriege ich hier ein bisschen mehr Infos zu dem Horse of the Horse? Was gibt's denn hier sonst noch so zum Shoppen? Ach, Manu. Ich meine, ich habe ja genug Diamanten, so ist es nicht, aber... Weil ich will nicht so viele Sättel und so. Und Münzen will ich mir eigentlich auch nicht kaufen. Das lohnt sich ja nicht. Die kann ich mir nicht leisten. Hier, die Pferde, die sind mir zu teuer. Pass auf, ich glaube, ich investiere jetzt die Diamanten. Komm, wir hauen die unters Volk. Vollkommen egal. Habe ich überhaupt noch Platz? Habe ich noch einen Stall frei? Das muss ich erstmal gucken. Hier ist alles voll. Ja, hier ist noch einer frei. Aber ich glaube, ich habe hier auch noch einen Fohlen, ne? Nee, doch. Ich habe da noch einen Fohlen, ja. Das werde ich dann mal... Ich muss dann verkaufen. Pass auf, da mache ich erstmal das Fohlen rein. Ich habe hier nämlich einen Andalusier gezüchtet. Ich hatte als Aufgabe, einen Andalusier zu züchten. So. Ja, ja, Toffi ist ein guter Name. Hallo? Genau, züchte einen Andalusier. Das wäre erledigt. Tagesaufgaben, sammelt 1000 Münzen. Ist auch erledigt, einwandfrei. Jetzt muss ich nur mal gucken, den Andalusier werde ich, glaube ich, erstmal noch behalten. Aber ich habe ja auch Pferde, die eigentlich, das hört sich gemein an, ne? Aber nichts wert sind. Was ist hier? American Indian. Naja, ich guck mal, was habe ich denn sonst noch so für Pferde? Weil ich muss dann ja, also ich muss ja eins verkaufen, sonst kann ich mir das neue ja nicht holen. Das hilft ja nichts. Was ist denn mit der süßen Chico oder hier mit Sissy? Das ist doch eh ein Quarter. Die verkaufe ich jetzt, komm her. Sissy, bye bye, I love you so much. So, ach so, nee, jetzt kann ich nämlich hier tauschen, ja, kaufen. Ja, ich habe ein Elite-Pferd. Komm, das gehen wir jetzt sofort anschauen. Dein Stall ist leer. Schnell, stell ein Pferd hinein. Oh, jawohl, ich mache ja schon. Lass mich mal Info gucken. Ist ein Elite-Pferd der Stufe 1, hat doch Ausdauer einiges, ist zum Züchten natürlich auch ganz gut, aber ich glaube, die Elite-Pferde kann man nur mit Elite-Pferden verzüchten, oder? Ich glaube, so war das. Wie nenne ich denn das Pferd mal? Sweetie! So, oh, zeige ich mal Sweetie her hier. Jetzt habe ich aber auch Diamanten ausgegeben. Na, jetzt streue ich hier erstmal ein. Da noch. Oh, Sweetie ist aber groß. Sweetie ist ein Riesenpferd. Sweetie, hast du eine Sonnenbrille auf? Sweetie, was trägst du auf dem Kopf? Eine Sonnenbrille, ernsthaft? Ja, kann man machen, ne? Sweetie mit der Sonnenbrille. Komm mal her, kann ich dir das ausziehen? Sweetie, Mensch. Ah, die Sweetie.
Das muss ja wenn hier sein, ne? Aber ich glaube nicht, das müsste man dann wahrscheinlich so antippen können, ne? Schade, dass man die nicht so drehen kann. Okay, das ist also Sweetie. Die wird jetzt dann natürlich gleich dann noch in dem Rennen ausgetestet, oder? Würde ich sagen. Ach Gott, hier ist ja noch ein Fohlen. Alter, was geht bei mir? Was bist du denn? Ah, du bist so ein ganz normales Fohlen nur, ne? Das kann ich gleich verkaufen, ja. Also ist halt immer doof, aber was willst du machen? Brauche ich ja nicht eigentlich. Jetzt sammle ich erstmal mein Geld ein hier. So. Geld ist immer gut. So. In Deutschland auch, damit ich es nicht vergesse. Bam. Badadadada. Ach, und Luke ist hier auch noch. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich habe einfach zu viele Fohlen. Ich bin voll im Fohlenwahn anscheinend gewesen. Nee, weil ich habe jetzt angefangen, ein bisschen zu züchten nach dem Buch, ne, damit ich dann alle Pferdesachen auch züchten kann. Und ja, deswegen habe ich so viele Fohlen. Und manche sind dann auch nichts geworden und dann, ja. So. Jetzt habe ich doch ein bisschen Geld, wa? Jetzt kann ich mich, ich kann mir eine Werbung auch angucken. Freunde haben meine Pferde gestreichelt. Dankeschön, liebe Freunde. Und mein Dorf besucht. Und ich wurde in Australien überholt. Das kann ich nicht zulassen. Betreten. Und da probiere ich doch mal gleich hier Sweetie aus. Sweetie. Auf geht's, Sweetie. Mal gucken, wie Sweetie so drauf ist hier. Ich bin gespannt. Auf geht's, Sweetie. Ich werde jetzt nicht die Münzen einsammeln groß, weil mir geht's ja jetzt um die... Nicht um das Geld, sondern um die Länge der Strecke. Deswegen mache ich mal ein bisschen gechillt jetzt. Was ist da draußen so laut, Alter? Was fahren die da auf der Straße? Was ist denn das für ein Fahrzeug? Alter, hört ihr das? Meine Güte. Na, aber sehr weit komme ich hier auch nicht mit meiner Sweetie, ne? Sweetie, Sweetie, Pidi. Aber ich habe mein erstes Elite-Pferd. Das ist sehr cool. Und ich bin auch immer noch für die Traumpferde da, für diese Fantasy-Pferde. Ach, die Sachen am Sammeln. Ich sag dir, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Oh, Gott sei Dank kam da noch mal ein Herz. Da habe ich Glück gehabt jetzt. Weil ich möchte eigentlich jetzt keine Diamanten ausgeben. Aus Gründen, sozusagen. Und das wird nicht gereicht haben. Naja. Oh Gott. 7400. Na, das hätte ich ja eh nicht geschafft. Was hat denn der für ein Pferd? Ein legendäres. Alter. Was geht bei denen nicht richtig? Oder? So ein Pferd will ich auch. Eine Werbung will ich jetzt nicht anschauen. Bilder zu teilen ist ganz leicht. Will ich auch nicht. So, jetzt lass mich mal gucken. Das Quiz könnte ich noch machen. Wie lautet der Name der einzigen Ponyrasse, die in Deutschland beheimatet ist? In welchem Jagdrennen liegt Schnee? Welche dieser Rassen ist keine Unterart? Ach, das weiß ich nicht. Ah, gut geraten. Aber ich wusste das wirklich nicht. Also das habe ich tatsächlich geraten. Was ist hier? Die Promotion läuft ab. Okay. Was soll das bedeuten? Ach, sind noch im Angebot die Edelsteine-Dinger da, ne? So, ich habe jetzt... Ich könnte jetzt dann hier mal noch füttern. Aber ich wollte dir zeigen, guck mal, ich habe auch in Deutschland... Warte mal. Da kann ich die Mine nämlich noch machen. Die habe ich nämlich gebaut jetzt. Die Mine hier und ich habe so einen roten Stein bekommen. Das ist cool. Und gleich wieder losschicken. Und dann will ich hier auch noch schauen. Mir fehlt immer noch so ein beliebiges Fohlen. So ein besonderes muss das aber sein. Kann ich das hier? Diese Aufgabe setzen? Ja, bitte. Das ist cool. Okay, das hätte ich gestern mal schon sehen sollen.
wäre klüger gewesen. So, und das hier bin ich noch am Zusammensammeln ein bisschen. Da könnte ich mal gucken. Das könnte ich fast haben. Ich gehe mal gucken nach den Keksen hier. Keks. Keks. Kekse. Kekse. Kekse, Kekse. So, und Getreide. Getreide, 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 Getreide. Habe ich so viel Platz in meiner Scheune? Was ist denn los bei mir? So, tauschen. Sehr cool. Oh, 10 Diamanten habe ich bekommen. 800 so ein Geld und so ein Stein. Aber es reicht immer noch nicht. Schau. Mir fehlt jetzt noch ein so ein Stein. Eine Traumjuwele fehlt noch. Da muss ich jetzt aber wieder 11 Stunden warten. Und das ist das, glaube ich. Naja, 11 Stunden. Das heißt, da kann ich heute nichts mehr machen. So, jetzt sammle ich mal hier mein ganzes Gedöns ein. Und werde mal schauen, dass ich meine Pferde versorge. Und dir die Fohlen auch zeigen, natürlich. Wenn ich das alles noch schaffe. Oh Gott, nein, die Folge ist schon wieder rum. Oh Gott, die Zeit, die rennt. Das ist Toffee. Toffee ist niedlich. Toffee ist ein Andalusier. Toffee, ich fütter dich mal, weil vielleicht kann ich mir schöne Andalusier züchten. Ich finde die Andalusier nämlich ganz hübsch. Aber dazu bräuchte ich dann ja mal erstmal einen, damit wir hier vielleicht eine Stufe 2 Andalusier kriegen. Dann haben wir hier natürlich noch die kleine Princess mit dem coolen Hut. Ist mittlerweile Level 10 und bekommt erstmal was zu fooden hier. Ja, wunderbar, Princess. Du bist eine ganz hübsche Maus. So, dann haben wir hier Queen. Little Queen ist eigentlich auch nichts Besonderes. Queen, du kannst eigentlich nichts. Ich könnte dich eigentlich auch mal verkaufen. American Indian will ich eh nicht züchten. Ist das jetzt gemein? Ich, ja, komm her. Nee, komm her. Queen, auf Wiedersehen. So, dann haben wir hier zum Bürsten ein Quarter, einen dreckigen. Oh, so, Sunny, jetzt glänzt doch wieder wie der Sonnenschein. Sehr brav. Perfekt. Was habe ich hier jetzt? Ah, da waren Leute auf meiner Ranch, die haben mein Dorf besucht. So, dann haben wir hier... Kommst du mal her? Was muss ich denn eigentlich für die Tagesaufgaben noch machen? Ernte 6 Mais, laufe Jagdrennen in Australien 7-mal, echt, und 6 Möhrenmuffins soll ich verkaufen. Mais könnte ich ja mal anbauen, ne, damit ich das schon mal machen kann. Na, und ich verabschiede mich jetzt aber aus der Folge, sonst überziehe ich nämlich gnadenlos. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen in der nächsten Folge wieder, oder? Wenn du Bock hast, schalte gerne wieder rein. Ich würde mich freuen und ich sag bis morgen. Tschüssi, deine Damakasch.